Ja, moin moin und herzlich willkommen hier an Bord der Delta Mike Charlie Charlie Victor auf meinem Channel Pilot Frank auf dem Flugplatz Gössenheim. Schön, dass ihr dabei seid auf meinem Flug nach Echo Delta Kilo Bravo Bonn Hangela. Da war ich noch nie gewesen, da wollte ich schon immer mal hin und deswegen greife ich das heute an. Ich habe ein, zwei Leute angeschrieben, die da vor Ort sind, die mich auch schon mal treffen wollten, die haben aber leider keine Zeit, weil wir ja, wie gesagt, gerade unter der Woche haben. Und ja, da ist es immer schwierig, von daher. Ich versuche in Bonn Hangela im Restaurant was zu essen. Ich schaue mich da ein bisschen um, gucke mir den Flugplatz an und werde auf dem Hinflug nach Bonn Hangela mir auch das Siebengebirge anschauen. Da werde ich mehr oder weniger drüber kommen sogar. Habe ich große Lust zu und freue mich drauf. Ja, vom Wetter her, wir haben Charlie, also es ist absolut... Delta Mike Kilo Sierra Fox, Gössenheim, hallo. Frank, bist du's? Positiv. Ja, siehst du, kennst mich nicht, wir sind auch FK9, aber du warst letztes Mal Platz in Dopfbach. Ah, schön. Willst du gerade landen, oder was? Nee, wir fliegen gerade über dich drüber, wir wollen heute FK14 angucken in Nordheim. Ah, okay. Alles klar. Ich flieg nach Bonn, Hangela. Dann einen guten Flug dir. Ja, und dir auch. Ciao. Leute, sowas muss ich halt, das nehme ich mit, ne, ist klar. Wo waren wir gewesen? Genau, Charlie, wir haben Sichten Charlie, Notems haben wir keine. Und der Wind kommt aus 100 Grad mit circa 10 km/h. Das heißt, wir haben auf den Flug nach Bonn Hangela jetzt Rückenwind, werden eine Stunde 15 Minuten brauchen. Und auf dem Rückweg haben wir Gegenwind, werden eine Stunde und 30 Minuten brauchen, im schlimmsten Fall. Okay, wir haben 60 Liter an Bord, die ganze Nummer wird uns 40 Liter kosten, ne? Vielleicht auch nur 35, je nachdem. Und ich freue mich. Okay, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, was hier abgeht und dann hauen wir uns raus. Viel Spaß mit dem Video. Ja, hauen wir uns raus, Feuer frei. Information, die Delta Mike Charlie Charlie Victor, moin. Delta Mike Charlie Charlie Victor, lange ein Gute. Delta Mike Charlie Charlie Victor, hallo. Eine FK9, eine Person, VfR-Flug von Gössenheim, das ist eine UL-Platz an der EDR 135 Hammelburg. Es geht nach Bonn Hangela, Echo Delta Kilo Bravo. Wir sind aktuell in 2200 Fuß, ich steige auf 3000 Fuß und bräuchte bitte Verkehrsinfo. Ja, Charlie Victor, Gössenheim ist mittlerweile bei uns auch ein Begriff bei den meisten. Vielen Dank, identifiziert. Quark 4450, QNH 1022. 4450, 1022, danke. Ja, Leute, wir haben es schon wieder getan. Wir haben eine weitere Tausender-Marke geknackt auf dem Channel Pilot Frank. Geil, 7000 Abonnenten. Leck mich fett. Wenn die alle auf einer Wiese stehen würden und ich müsste davor was erzählen, so wie jetzt gerade, ich glaube, ich würde mir in die Hose scheißen. Ja, wirklich geil. Es freut mich, dass ihr dabei seid, dass ihr mich hier im Cockpit in der Delta Mike Charlie Charlie Victor übers ganze Land begleitet und euch genauso wie ich an der Schönheit der Natur erfreut. Super. Ja, ich möchte es an der Stelle noch mal kurz ansprechen. Der ein oder andere hat es ja wahrscheinlich mitbekommen. Bei mir auf der Homepage pilot-frank.de gibt es eine Rubrik Events. Ja, da könnt ihr, da kann jeder kostenlos sein Fly-In und oder sein Flugplatz fest eintragen. Ich habe da jetzt schon ein paar Sachen eingetragen, die mir so entgegenkamen, die ich halt auch wusste und so weiter. Und ich würde gern, dass wir alle zusammen, die komplette Community, das Ding mit Leben füllen, damit wir einfach eine Anlaufstelle haben, die übersichtlich ist, denn es ist sehr übersichtlich, um zu wissen, wo, wie, wann ein Event oder ein Fly-In stattfindet. Dann kann ich nämlich selber auf meiner eigenen Homepage gucken und sagen, ey, da fliege ich hin, da habe ich Bock drauf und da habe ich Zeit. Ne? Also von daher, schaut drauf, pilot-frank.de, auf Events oben klicken. Würde mich freuen, wenn man da ein bisschen Leben reinkriegt. Ja, hier, rechter Hand, das Siebengebirge, Leute. Schaut es euch an. Ich hoffe, dass die Außenkamera läuft.
wirklich geil. Ich bin Abonnent von einem YouTube-Channel, das habe ich ja schon mal angesprochen. Der nennt sich Outdoor mit Sebastian. Ich blende den mal ein. Und der Sebastian, der wandert da immer durch das Siebengebirge und hat schon jeden Hügel mehrfach bezwungen. Hat auch schon sehr oft nur mit einer Isomatte und seinem Zelt da in dem Gebiet übernachtet oder in Wetterschutzhütten. Ja, und ist da immer fest unterwegs und schwärmt davon immer, ja. Es ist wirklich, wirklich schön. Und wenn ich so die Burgen anschaue, die da so auf den Anhöhen sind, erkenne ich die halt wirklich wieder, ne, aus den Videos. Ja, geil. Wir fliegen jetzt um das Siebengebirge so rum und gehen dann nach Bonn-Hangela. Bonn-Hangela Info, die Delta Mike, Charlie, Charlie, Victor, hallo. Delta Mike, Charlie, Charlie, Victor, Hangela, hallo. Delta Mike, Charlie, Charlie, Victor, eine FK9, eine Person, VfR-Flug von Gössenheim, bin aktuell 5 Minuten südlich vom Platz zur Landung, bitte. Piste 29, QNH 1021. Die Piste 29, QNH 1021, danke. Delta Mike, Charlie, Charlie, Victor, Queranflug, Piste 29. Ist hubschraubermäßig gut was los, ne? Hier ist ja die Polizei mit ihrer Ausbildung stationiert. Kumpel von mir macht ja da gerade seinen Helikopterführerschein. Grüße an der Stelle, falls du das Video siehst. Mit euren Tirols-Helikopters, Mopeds. Okay. Jetzt haben wir hier den Goldplatz. Der ist gleich die Kehrtwende hier um das Kaff rum. Die haben hier eine ganz strenge Platzrunde. Deswegen liege ich exakt auf der Linie, exakt auf der Höhe. Deswegen hat er auch den QNH nochmal durchgegeben. So, jetzt müssen wir rum hier. So, zweite Klappe rein und im Endanflug auf die Piste 29 Delta Mike, Charlie, Charlie, Victor. So, ich bin komplett draußen mit dem Gas, Leute. Der Wind schwach umlaufend. Ich muss sogar noch slippen. Das heißt, ich entlaste die Bürger hier. Also ich habe hier gerade kaum noch Drehzahl drin. Bin komplett viel zu hoch eigentlich. Sieht gerade wieder sportlich aus, ey. Lecco mio, ey. Damit hier keinerlei Geräusche entstehen für die Bürger. Ja, das ist denen wohl ganz wichtig hier. Keine Frage. Einflugschneise und so. Weil wir ballern hier ordentlich rein gerade, muss ich dir ehrlich sagen. Ist mir eine Ticken zu schnell, wenn ich ehrlich bin. Ja, herzlich willkommen in Bonn-Hangela. Das war jetzt anstrengend. Ja, herzlich willkommen in Bonn-Hangela, Leute. Ich bin das einzige gelbe Flugzeug hier, wobei da hinten stehen gelbe Hubschrauber, ADAC. Von daher ist es nicht ganz so schlimm. Okay, eine Hitze ist es, ey. Dann gehe ich jetzt mal bezahlen, gehe was futtern und dann schauen wir mal, was hier noch so abgeht. So, hier außerhalb vom Platz, gleich da drüben, gibt es was zu futtern. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich fliege jetzt ganz spontan nach Dierdorf zum Lukas und besuche den. Es ist eine Affenhitze und ich bereue das wirklich so ein bisschen, dass ich heute rausgegangen bin zum Fliegen. Boah. Delta Mike, Charlie, Charlie, Victor, auch abflugbereit am Rollhalter, bis zu 29, Roll auf und Start. Ja, da sind wir wieder in der Luft, Leute, unter uns der Rhein, den fliege ich jetzt noch entlang bis nach dem Siebengebirge und dann schieße ich links rüber, damit ich einfach die Anwohner hier schone, den Luftraum frei halte, weil hier wirklich massiv was los ist. Ja, da ist wirklich alles, was fliegen kann in der Luft. Und daher genieße ich jetzt quasi den Flug hier über dem Rhein, an Bonn entlang, hier, herrlich. Der weiß nicht, dass ich komme.
Gewerbeaufsichtsamt, Sozialversicherungsausweis bitte. Ich sag die Scheiße, ey. Oh Gott. So, ich muss jetzt mal kurz die Cowling von der Charlie Victor runter machen, weil wir noch mal was kontrollieren müssen. Hallo Lukas. Hallo Frank. Wir gucken jetzt mal wegen deinem Kühlwasserstand. Ist schon lange nicht mehr einer dran gewesen, hä? In der Büchse. Ja, die Ölpumpe ist ein bisschen undicht und dann sammelt sich das unten und tropft dann halt hier auf deinen Kühler. Und deswegen verteilt sich das dann, weil vorne geht ja die Luft rein, weißt du? Das ist einfach so normale, sag ich mal, Alterserscheinung, gell? Okay, Cowling ist wieder dran. Das ist ein Benni, sein Hobel, der wo auf dem Golfplatz notgelandet ist. Ja, Lukas und Lukas, ich gehe. Ja, mach's gut. Ciao, bis demnächst. Ciao. Ciao. Ja, herzlich willkommen am Rollhalter bis 07 in Dierdorf. Mensch, ey, für Mitte September eine Hitze, ne? Motor ist direkt da, Temperatur. Delta Charlie Victor rollt auf 07 und startet. Unfassbar, wirklich. Da können wir wirklich froh sein, dass sich die Flugsaison noch so schön reinzieht, ne? Hoffentlich noch in den schönen, goldenen Oktober und November. Und eigentlich ist in jedem Monat immer was Cooles dabei. Also von daher, hauen wir uns raus, würde ich sagen. Boah, das war aber jetzt knapp, ey. Sieht man den noch? Alter. Boah, den habe ich nicht gesehen. Wo kam der her? Ja, ich habe jetzt noch, keine Ahnung, 20 Minuten bis Gössenheim. Ja, auf mein letztes oder vorletztes Video irgendwann war es drin, wo ich erzählt habe, Mensch, was macht Pilot Frank eigentlich beruflich? Ich verlinke es euch nochmal hier oben. Da hat es ja dann richtig gekachelt, ja, in den Kommentaren waren ja wirklich tolle Dinger dabei, vielen Dank an der Stelle. Aber auch mein E-Mail-Fach ist übergelaufen, war auch super, super gut. Ich bin gerade dabei, so ein paar kleinere Aufträge anzunehmen und die zu besprechen natürlich. Will aber, dass meine Kameras glühen, Leute. Die Kameras, meine Ausrüstung, mein Können, meine Kreativität, es muss glühen. Ich will eigentlich Tag und Nacht filmen und Filme schneiden. Von daher, wenn ihr eine Firma habt, ihr wollt irgendwas in dem Bereich machen, produktbegleitendes Filmen, Bauprojektbegleitendes Filmen, alles, was damit zu tun hat, ja. Ich habe mega Bock, Leute. Ich habe mega, mega Bock. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Von daher, kontaktiert mich, wenn was offen ist. Ich bin euer Mann, ja. Und wie ich schon gesagt habe, ich kann Einsätze deutschlandweit annehmen. Ich komme mit dem Flugzeug oder mit dem Camper. Delta Mike, Charlie, Charlie, Victor. Ich würde auch die Frequenz verlassen zur Landung in Gössenheim. Delta Charlie, Victor. Verstanden. Squawk 7000. Tschüss. Squawk 7000. Ciao. Mensch, ich habe einen strategischen Fehler heute begangen, ne? Ich habe vor fast 6 Stunden Mittag gegessen und hab mir nichts zu futtern mitgenommen, ne? Scheiße. Hab echt schon wieder Hunger, ey. Schon wieder. Es macht ja Sinn, nach 6 Stunden solltest du Hunger haben, ne? Hab echt normalerweise immer irgend so einen Riegel oder so dabei, ne? Boah, das wird aber jetzt auch knapp, ey. Ein Loch im Magen, ey. Okay, wir haben alles an. Zweite Klappe, Benzinpumpe, Landelicht, das passt alles, ne? Nochmal gut durchgecheckt. Rechts quer, 28 Delta, Charlie Victor. Das riecht doch der Frank, oder? Ja, der Frank ist jetzt im Endanflug auf die Piste 28. Ah ja, die Fox Tango Whisky, die ist auch in der Nähe von Gössenheim. Okay. Geht es gut? Ja, soweit. Ja, herzlich willkommen zurück, Leute. Gössenheim.
Ich hoffe, euer Flug war schön. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ich wünsche euch was. Servus. Hallo Viktor, hallo. Jo. Funkkontrolle, Verständigung. Gut. Danke. Okay.